Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Milchhäusli Liestl, einem Vintage Garage Club mit dem Eventroom, Hotel Engel mit der Mad Lounge, anspruchsvolle und komplexe Projekte von Schwob Architekten, Thomen Maler AG mit dem Gefühl für Farbe und der Raiffeisen Bank, ihrer Bank fürs Oberbaselbiet. Das Regio TV Plus für euch in Liestl. Andi, was machen wir hier? Was ist los? Wir machen ein Oldtimer-Treffen in Liestl, das vierte Mal. Ja, jedes zweite Jahr. Und ihr seht, das Städtchen ist voll. Wer hast denn alles eingeladen? Ich meine, ich nehme mal, du hast eine riesen Adressenliste von Gleichgesinnten. Aber wie findet man sich da? Wie hast du die Leute alle auf Platz gebracht? Ja, das weiss ich selber nicht genau. Ich habe schon eine Adressenliste, aber es schnurrt sich um. Und ich habe eigentlich nicht viel machen müssen. Da hatte ich praktisch 100 Anmeldungen gehabt, ja. Was war überhaupt einmal der ursprüngliche Gedankengang, um das zu machen? Warum hast du das Event aufziehen? Als ich den Betrieb weitergegeben habe, den Garagenbetrieb, weil ich dachte, jetzt mache ich etwas für Oldtimer, ich habe nie Zeit gehabt. Und weil ich schon lange in Liestl wohne, habe ich gefunden, Liestl braucht das. Und, ja. Jetzt bist du schon am Strahlen, wenn du über Liestl redest, dann darfst du noch etwas weiter strahlen. Dein Herz nimmt ja schlägt höher, wenn du hier durchflanierst. Das ist ja so, das Herz schlägt höher, ja. Und es hat alles geklappt. Ich habe so gute Helfer aus dem Freundeskreis, die hier mitmachen. Und das ist schön. Wie viel hast du müssen aufbieten, um da ran? 22. Also, ja. Herzlichen Dank vom Andi. Und wir steigen jetzt ein zu ein paar speziellen Modellen. Wir laufen einfach mal wild rein und schauen, was uns alles erwartet. Viel Spass. So, jetzt haben wir hier Harald. Harald, sag mal, ihr fahrt im Doppelpack eigentlich um. Das allererste paar Worte über dein Auto. Also, das ist ein Chevrolet Special. Das Auto ist, wie er vorher oben gesagt hat, ursprünglich mal eine Limousine gewesen. Und ist nachher mit dieser Karosserie an 69 in Argentinien ausgerüstet worden. Und nachher ist es, hat es eine Geschichte in Argentinien mit verschiedenen Besitzern. Wir kennen den Hersteller und die Besitzer. Und dann ist das Auto 2010 oder 11, das ist nicht ganz sicher, in die Schweiz gekommen. Und dann hat es einen Kumpel von mir gekauft. Und irgendwann war ich bei dem in der Garage, gewesen, in seiner Halle, Oldtimer, und habe gesagt, und das Auto gehört irgendwann mir. Weil das passt zu mir, das ist ein bisschen, wir sind beide ein bisschen rund. Ist aber technisch relativ komplex. Also wir arbeiten jetzt schon ein Zeit dran. Er ist immer noch nicht ganz so, wie wir ihn gerne hätten, aber irgendwann wird er wieder gut kommen. Ich hatte das Gefühl, als ich dazugeschaut habe beim Einpackieren, bist du ein bisschen in die Schnaufe gekommen. Das ist noch aufwendig, he? Das ist sehr aufwendig, das ist Muskelservo. Und hat natürlich einen Einschlag wie ein Lastwagen. Aber wenn man sich zurück erinnert, in Amerika, zum Beispiel Anno Domini, wo sie mit der Limousine gefahren sind, da ist das alles gerade ausgegangen. Die haben natürlich nie die Kurve gehabt, wie wir haben, oder? Jetzt nehmen wir gerade Kurven aufs andere Auto. Wer ist die Partnerin? Wer trifft ihr? Die Lydia Ramseier, das ist meine Lebenspartnerin. Und das passt natürlich wirklich super zusammen. Lydia, erzähl mir du ein paar Worte über dein Modell. Ja, was soll ich hier anfangen? Das ist ein Riley Motor. Bigfoot, 2,5 Liter, 100 PS. Das Chassis ist von einem Triumph. Der hintere Teil ist von einer umgekehrten Motorhaube von einem Minor. Also es ist ein effektives Special, einzigartig und ist aber zur Strasse zulassen. Das klingt fast ein bisschen nach einem Patchwork. Jetzt habe ich vorher gesagt, es braucht doch noch recht Muskelkraft. Wie läuft es? Ist es bei dir ein bisschen einfacher zum Einpackieren? Also sicher einfacher wie bei ihm, aber es braucht gleich auch Muskelkraft, das ist ganz klar. Dann gehen wir aufs Flair ein. Was habt ihr, wenn ihr sitzt ja nicht mal miteinander, könnt ihr dann nicht schwätzen, aber wie ist das, wenn ihr so zusammen unterwegs seid? Ja, das ist natürlich absolut geil, dass wir beide zusammen unser Hobby können teilen miteinander. Und ich schwätze nicht so viel wie er, also von dem her stört es mich nicht. Und Autofahren ist natürlich das Geilste. Immer wieder hingucken sind natürlich die alten Feuerwehrauto und da zeichnet was für einen Verein verantwortlich, Markus? Das ist der Oldtimer-Verein von der Feuerwehr Liestl. Dann erzähl mal etwas über diesen Verein, das ist nämlich immer lässig, wenn man euch antrifft. Das sind noch alte gestandene Feuerwehrleute dahinter, die einfach die Passion nicht loslassen können, oder? Das ist so, ja. Es sind eigentlich alles ehemalige Feuerwehrleute oder auch aktive sind noch dabei, ein Haufen. Und wir haben ja eigentlich unsere Autos von der Feuerwehr Liestl und von deren Umgebung jetzt, die
zu diesem Verbund gehört, haben wir auch schon Motorspritzen dabei und da werden wir auch vielleicht in näherer Zukunft noch mehr Fahrzeuge zu bekommen. Mal schauen. Was macht ihr denn, wenn ihr euch trefft? Ist das immer polieren, putzeln? Nimmt man da wieder etwas auseinander? Wie behaltet man die Autos im Schuss? Weil schlussendlich, wenn ihr sie zeigt, müssen sie ja wieder fahrtüchtig daherkommen. Ja, das stimmt. Wir tun aber nicht immer polieren und putzeln, sondern ab und zu auch wieder mal etwas flicken. Also, Schrübeln. Zündung kaputt im Jeep zum Beispiel. Man muss eine neue Zündanlage haben. Benzinpumpe kaputt, denkt man, Fahrzeug. Batterie kaputt oder vielleicht auch mal einen Antriebsstrang oder etwas. Dann stotzt halt das Auto ein bisschen länger. Aber wir finden immer Teile und können das dann wieder zusammenstellen. Und natürlich müssen wir sie auch briefen, alle zwei Jahre auf der MFP in Münchenstein. Die müssen also immer gebrieft sein, die sind eingelöst und fahrtüchtig. Noch ein Wort zum Auto, das gerade hinten dran steht. Es gehört irgendwie hier zusammen, aber du hast mir vorher gesagt, nein. Nein, das ist mein Privat. Ich habe privat auch ein paar Autos, ein paar alte. Und das ist der älteste, der ist jetzt gerade 100-jährig, wegen dem habe ich die Ausstellung mitgenommen dahin. Gut. Dann schauen wir doch einmal unser altes Schmuckstück von einem Oldtimer-Feuerwehrauto genauer an. Das ist die Autodrehleiter von Jahrgang 1955. Das ist die erste Autodrehleiter, die es im Kanton Basel-Land gegeben hat. Früher hatten wir eine Anhängeleiter, die man heute noch in den kleineren Feuerwehren hat, wo man mit einem Zugfahrzeug, mit einem Jeep oder irgendetwas zieht. Und dann hat man angefangen, das aufs Auto zu bauen. Und das ist dann einfach weiterentwickelt worden, wie jetzt die Hubritter oder einfach die verschiedenen Varianten. Wenn du dem Auto an mich begegnest, bist du früher auch mit dem unterwegs gewesen in deiner Tätigkeit. Was macht das mit dir? Kommen da immer Erinnerungen auf? Ich war Feldwebel 15 Jahre. Als Feldwebel musste ich natürlich auch für einen Unterhalt schauen für die Fahrzeuge. Und bin natürlich selbst in der Piquet-Gruppe und war sehr viel im Einsatz mit diesen Fahrzeugen. Jetzt haben wir ein weiteres Exponat gefunden, das ganz speziell ist, wie übrigens jedes Auto hier auf Platz. Aber hier habe ich eine Verbindung dazu, an einem Monteverdi-Auto gefunden. Und das ist wohl die Legende von Binigen. Erzähl mir schnell etwas zu diesem Auto. Ist das noch im Monteverdi-Sinne? Ja, das ist der Monteverdi Sierra. Und das war eigentlich das Auto, das Peter Monteverdi und Paul Berger für sich als Privatauto gebraucht haben. Sie sind zuerst mit der Garagenummer gefahren. Das ist ein 77er-Jahr gegangen und ist dann erst im 82 eingelöst worden. Bis dann sind sie als Privatauto gefahren. Und nachher ist er ins Museum gekommen und ist dann eigentlich 35 Jahre im Museum gestanden in Binigen und ist erst 26'000 Kilometer. Und ist der Ausweis habe ich noch von Paul Berger, der jetzt im Juli gestorben ist. Das ist ein gutes Andenken natürlich an die Marke. Was hat es gebraucht, um mit dem Auto wieder auf die Strasse zu können? Ist er dann fahrtüchtig nach dieser langen Standzeit daher? Ja, das war eigentlich das Credo, das sie im Monteverdi-Museum hatten, dass die Auto, alle Monteverdi-Typen, die sie ausgestellt haben, dass sie die immer fahrtauglich hatten. Also mit ein paar Stunden Aufwand war jedes Auto fahrbar. Und das ist auch regelmäßig bewegt worden. Und das hat der Ueli Schüppach, der langjährige Mechaniker bei Monteverdi, hat zu diesen Autos geschaut. Und das war eigentlich eine kleine Sache, dass er wieder MFK-Veteranen bekommen hat. So, und jetzt haben wir hier das nächste Modell. Hans-Peter, sag mal, du hast mir vorher gesagt, Baujahr 82, dann muss ich unweigerlich wieder auf das Thema gehen. Oldtimer, ab wann ist ein Oldtimer? Weil, ich meine, das ist ein älteres Auto, aber ein Spitzenwagen. Ja, eigentlich mit 30 Jahren ist ein Veteran mit dem Status dann, gibt eine Veteranenprüfung, wo dann das Auto 6 Jahre vorgeführt ist. Und hat dann einfach Kilometerbeschränkung, die etwa 3'000 mal 6 sind 18'000. Das wird kontrolliert, das wird dann bei der MFK eingetragen. Und so, dass es kein Alltagsauto gibt. Ja. Dann erzähl mir etwas über das nicht alltägliche Auto. Was für ein Modell, was hat er unter der Kiste, was bringt er und warum liebst es du es so? Ja, es ist natürlich schon so. Es ist natürlich aus dem Haus Lamborghini hier noch, mit dem Ferruccio, ist das eine verrückte Sache geworden. Mit dem Entwurf, der ja
typisch Lamborghini Countach, LP400S, also aus der zweiten Serie, mit den Verbreiterungen und den breiteren Pneu. Und es ist ein ganz anderes Fahrverhalten als Serie 1. Und obwohl alle ein bisschen Angst hatten wegen dem Wetter, hat das heute wundervoll geklappt. Andi, du musst natürlich jetzt wissen, kann ich nächstes Jahr wieder kommen? In zwei Jahren kannst du wieder kommen. Am Wochenende, nach Schulanfang, in zwei Jahren sind wir wieder hier. Mit Oldtimer, alles was Rang und Namen hat in der Oldtimer-Geschichte. Ja. Ja. Die Sendung ist Ihnen präsentiert worden vom Milchhäusli Liestl. Ein Vintage Garage Club mit dem Eventroom, Hotel Engel mit der Mad Lounge, anspruchsvolle und komplexe Projekte von Schwob Architekten, Thomen Maler AG mit dem Gefühl für Farben und der Raiffeisen Bank, ihrer Bank fürs Oberbaselbiet.